Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend. Es ist selten genug, dass wir die Tagesthemen mit Syrien beginnen und nicht nur von Tod und Trauer und dem Irrsinn dieses Krieges sprechen müssen. Heute geht es um die, die genau diesem Irrsinn trotzen. 3000 Männer, die hier von der Zeitschrift Newsweek porträtiert, die allerersten Helfer sind, wenn in Syrien wieder Bomben fallen. Sie ziehen Verletzte aus den Trümmern, sie bergen die Toten und setzen jedes Mal ihr eigenes Leben aufs Spiel. Die sogenannten Weißhelme sind außerhalb Syriens nur wenigen bekannt, bekommen aber nun die Aufmerksamkeit, die ihnen gebührt. Die syrischen Retter wurden heute mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Stefan Meyer über die Arbeit der Weißhelme in den schwarzen Stunden des Krieges. Wieder Luftangriffe auf Aleppo. Es sollen die schwersten seit Monaten sein. In einem Stadtteil, in dem zuletzt gar nicht gekämpft wurde, so die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Wie so oft sind als Erste die Weißhelme ausgerückt, um die Toten zu bergen, die Verschütteten auszugraben, die Verletzten zu retten. Es wurde eine Bombe auf das Viertel geworfen. 4 Menschen wurden verletzt. 4 sind gestorben. Jetzt liegen noch eine Frau und 2 Kinder unter den Ruinen. Die Weißhelme, sie gehen dahin, wo eben noch Bomben fielen, riskieren ihr eigenes Leben, um andere zu retten. Vor dem Krieg waren sie Bäcker, Lehrer oder Verkäufer. Heute arbeiten sie als Feuerwehrleute oder Rettungshelfer. Freiwillig. Oft kommen sie zu spät, manchmal gerade noch rechtzeitig. Sie nennen sich syrische Zivilverteidigung, gegründet 2013 von einem Dutzend Aktivisten. Heute sind es 3000. Nach eigenen Angaben haben sie mehr als 50.000 Leben gerettet. Jetzt die internationale Anerkennung. Der alternative Nobelpreis ist wie ein Orden für uns. Denn wir helfen ja den Menschen. Das ist ein guter Preis. Und wir sind die erste derartige Hilfsorganisation, die diesen Preis bekommt. Zakaria Said ist Mitglied eines Teams im Viertel Bustan al-Qasr, zu Deutsch Schlossgarten. Den ganzen Tag schon hören sie Flugzeuge, sie müssen wachsam sein. Oft fliegen die Bomber in 2 Angriffswellen, erzählen sie. Die 2. Welle kommt genau dann, wenn die Retter eintreffen. Weite Teile Aleppos sind zerstört, kaum jemand traut sich auf die Straße. Die Versorgung ist katastrophal, es gibt keine internationale Hilfe. Wir leben mehr schlecht als recht, sagt Hassan. Es gibt kein Wasser, keinen Strom, wegen der Bombardierungen. Das Leben ist schwer geworden. Während der Waffenruhe vergangene Woche hätte man ein bisschen durchatmen können, sagen die Weißhelme. Die Kinder hätten endlich wieder auf der Straße gespielt. Jetzt sind die Helfer wieder im Einsatz, haben täglich den Horror vor Augen und manchmal Glück. Nachdem das Viertel Sukari bombardiert worden war, haben wir dort ein Kind gefunden, das 48 Stunden unter den Trümmern begraben war. Gott sei Dank hat es noch gelebt. Es war nur leicht verletzt. 140 Weißhelme sind im Einsatz schon ums Leben gekommen. Trotzdem machen immer mehr diese Arbeit in einem Krieg, dessen Opfer vor allem Zivilisten sind. Zu den weiteren Preisträgern des alternativen Nobelpreises zählt auch die regierungskritische türkische Tageszeitung Cumhuriyet. Deren ehemaliger Chefredakteur Can Dündar wurde wegen seiner investigativen Artikel zu fast 6 Jahren Haft verurteilt. Er hält sich in Deutschland auf und hat sich vor einer Stunde gegenüber unserer Reporterin geäußert. Es ist eine Art Botschaft der Welt an uns, sagt er, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit unserem Kampf für Pressefreiheit und Wahrheit. Und gleichzeitig ist es eine Botschaft auch an die türkische Regierung. Sie zeichnen uns aus und gleichzeitig ist es eine Strafe für die türkische Regierung. Mehr zum alternativen Nobelpreis und allen Preisträgern finden Sie auf tagesschau.de. Josef schaut besorgt zu Maria und ihrem Sohn. Sie fliehen vor Herodes, der Jesus töten wollte. Es ist diese Bibelszene, die von Kirchenmitgliedern heute wieder oft erzählt wird, fast schon zur Mahnung, dass auch der Sohn Gottes ein Opfer von Flucht und Vertreibung war.
So unmissverständlich betonen die deutschen Bischöfe auf ihrer Herbstvollversammlung in Fulda den Schutz der Menschen, die heute zu uns fliehen. Und genauso unmissverständlich kritisieren sie die Politik. Und das ist etwas Neues. Ich kann mich noch gut erinnern an eine Zeit, als Priester am Sonntag in der Messe mindestens indirekt darauf hinwiesen, beim anschließenden Urnengang doch bitte die Partei mit dem C im Namen zu wählen. Union und Kirche gehörten einfach zusammen und gerade deshalb ist es umso erstaunlicher, wie hart die Bischöfe mit der CSU und deren Flüchtlingspolitik nun ins Gericht gehen. Peter Gerhardt. Seit einem Jahr kümmert sich Kurt Kleist mit vielen anderen Katholiken im hessischen Biebertal um Flüchtlinge. In dieser Zeit hat er gemerkt, wie sich die Stimmung in der deutschen Bevölkerung gewandelt hat. Umso mehr freut ihn jetzt die klare Position der katholischen Bischöfe. Ich finde das also einfach gut, dass also unser Kardinal Marx zum Beispiel gesagt hat, kümmert euch nicht, wie ihr die Leute rauskriegt, sondern kümmert euch darum, wie ihr den Leuten helfen könnt. Und ich finde das ganz toll. Immer wieder hatten sich die Bischöfe bei ihrem Treffen in Fulda über CSU-Generalsekretär Scheuer echauffiert, der sich abfällig über, Zitat, ministrierende Senegalesen geäußert hatte. Und auch heute war der Vorsitzende der deutschen Bischöfe nur etwas versöhnlicher gestimmt. Das ist ja insgesamt der Erregungspegel in unserer Gesellschaft gestiegen. Die Debatten werden schärfer, es wird plakativer gesprochen, vereinfacht gesprochen. Es dreht sich nur noch um drei Worte, wir schaffen das, ja oder nein. Also ich muss doch herzlich darum bitten, dass man sich etwas vertieft mit dieser großen Herausforderung beschäftigt und nicht nur einfach Schlagworte hin und her wendet. Doch im sonst sehr katholischen Fulda sehen viele die Pro-Flüchtlingshaltung der Kirche kritisch. Man soll das begrenzen. Es geht so nicht mehr weiter. Ne, was die Bundeskanzlerin sagt, finde ich nicht in Ordnung. Die Wirtschaftsflüchtlinge, die machen halt das Gros aus. Und dagegen wehren sich halt die Menschen hier. Ne? Ja, ich halte so von den Meinungen der Bischöfe nicht recht viel. Für die engagierte Kirchenbasis haben die Bischöfe dagegen den richtigen Ton getroffen. Viele katholische Seelsorger, wie Pfarrer Martin Sauer aus Frankfurt, hätten sich die klaren Worte viel früher gewünscht. Es war längst fällig. Und ich bin sehr froh, dass Sie es gesagt haben und dass Sie es auch mit der Deutlichkeit gesagt haben. Das macht uns Mut, weiterzumachen. Viele kirchliche Mitarbeiter haben in den vergangenen Monaten eine Menge Energie in die Flüchtlingsarbeit gesteckt. Sie wollen sich dafür von der Politik nicht auch noch beschimpfen lassen. Schon gar nicht von einer Partei, die das Attribut christlich im Namen trägt, sagt Kurt Kleist. Mit seiner Kirche ist er zurzeit dagegen absolut im Einklang. Endlich mal wieder. Es gibt ja immer so Schönwetterkatholiken oder so weiter und so fort. Man muss halt im Prinzip auch mit der Kirche leben und mit dem Guten und mit den schlechten Sachen. Aber ich spüre also ganz deutlichen Aufwind, ja. Die Flüchtlinge in Biebertal jedenfalls sind dankbar, dass Opa Kurt, wie ihn hier alle nennen, sich auch weiter für sie einsetzen will. Wenn es ums Erbe geht, dann werden nahe Angehörige oft zu Feinden. Ganze Familien zerstreiten sich im Kampf um die Hinterlassenschaft. Ganz ähnlich ist es bei einem Projekt, das schon so oft angegangen und wieder verworfen wurde, dass manche es schon fast für tot erklärt haben. Die Reform des Erbschaftssteuerrechts für Unternehmen. Unerbittlich rangen Parteien, das Bundesverfassungsgericht, Bund und Länder um die Frage, wie Erben künftig so besteuert werden, dass es gerecht ist. Gestern Nacht ist es nun endlich gelungen, im Vermittlungsausschuss des Bundesrats einen Kompromiss auszuhandeln. Anne-Karin Lammers berichtet. Seit fast 100 Jahren ist das Bauunternehmen Renner in Familienhand. Elisabeth Renner führt es zusammen mit Mann und Tochter in der vierten und fünften Generation. Dass es endlich einen Kompromiss in der Erbschaftssteuerfrage gibt, sieht sie mit Erleichterung. Soweit ich ihn bis jetzt kenne, glaube ich, dass es gelungen ist, eine Gerechtigkeit herzustellen. Für Familie Renner ändert sich tatsächlich nicht viel, weil ihr Unternehmen nur mittelgroß ist. Solange die erbende Tochter Arbeitsplätze erhält und Gewinne reinvestiert, wird sie steuerlich begünstigt oder sogar befreit. Dementsprechend zufrieden ist auch der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer. Erst ab einem vererbten Betriebsvermögen von 26 Millionen Euro muss mehr versteuert werden. Die Grundstruktur, dass wir keine Steuererhöhung wollen und dass wir insbesondere unsere mittelständischen Firmen, unsere Familienfirmen, wenn sie die Arbeitsplätze erhalten, schützen, die ist ja uneingeschränkt erhalten geblieben.
7 Stunden war im Vermittlungsausschuss verhandelt worden. Besonders zäh ging der Streit um die Frage, wie Unternehmen bewertet werden. Umstritten auch die Möglichkeit, die Erbschaftssteuer zu stunden. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Erben sie 10 Jahre lang zinslos aussetzen können. Jetzt einigte man sich darauf, dies auf 7 Jahre zu kürzen. Nach einem Jahr sollen 6% Zinsen anfallen. Außerdem: Wir haben sichergestellt, dass jetzt nicht einfach mehr Luxusgegenstände Teil des Unternehmenswertes sein können und Yachten und alte Autos oder so etwas mitzählen. Das, glaube ich, führt auch zur Steuergerechtigkeit. Uneinig bleiben die Grünen. Während die Abgeordneten des Bundestages den Kompromiss ablehnen, sieht es so aus, dass es mit den Grünen in den Ländern wohl eine Mehrheit im Bundesrat geben wird. Ich muss natürlich regieren, wie Sie sagen, und muss Kompromisse finden. Im Bundestag sind wir in der Opposition, müssen da sozusagen Alternativen bieten, nicht? Und das ist natürlich einfach eine unterschiedliche Rolle, die man da einnimmt. Das ist nun mal so. Harsche Kritik kommt von der Linkspartei. Union und SPD machen erneut einen Kniefall vor den reichsten Sprösslingen in diesem Land. Es ist wirklich nicht mehr zu ertragen, in welchem Ausmaß reiche Erben leistungslos von diesem Staat gepudert werden. Elisabeth Renner ist zwar erleichtert, aber auch nicht sicher, ob die Einigung Bestand haben wird. Sie rechnet mit Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht. Möglich, dass der Streit um die Erbschaftssteuer in ein paar Jahren in die nächste Runde geht. Tja, was ist nun von diesem Kompromiss zu halten? Über Recht und Gerechtigkeit bei der Erbschaftssteuer. Ein Kommentar von Clemens Bratzler vom Südwestrundfunk. Sind Sie zufällig Steuerberater? Dann herzlichen Glückwunsch, denn Ihr Job ist gesichert. Auch künftig können Sie Firmenerben gegen gutes Honorar dabei helfen, möglichst wenig oder am besten gar nichts vom Erbe an den Staat abzudrücken. Gut, ein bisschen schwieriger wird es jetzt schon mit dem neuen Gesetz, aber wenn Sie Ihr Steuerberaterhandwerk verstehen, dann werden Sie das schon hinbekommen. Gratulieren darf man heute auch der Lobby der Familienunternehmen, denn die hat in den letzten knapp 2 Jahren wirklich ganze Arbeit geleistet. Erfolgreich hat sie den Eindruck vermittelt, in Deutschland stünden wegen der Erbschaftssteuer hunderttausende Arbeitsplätze auf dem Spiel. Dabei ging es zum Schluss längst nicht mehr um die große Mehrheit der Familienunternehmen, sondern nur noch um die Interessen einiger weniger, für die sich vor allem die Ministerpräsidenten Seehofer und Kretschmann in schwarz-grüner Eintracht mächtig ins Zeug gelegt haben. Und so steht am Ende dieses politischen Kampfs oder besser Krampfs eine Reform, die die Erbschaftssteuer kein bisschen einfacher und kaum gerechter macht. Kein Ruhmesblatt für die Politik, die sich letzte Nacht ja auch nur deshalb geeinigt hat, um der Blamage zu entgehen, dass das Bundesverfassungsgericht die Sache selber regelt. Statt nur am System herumzudoktern, hätten die Beteiligten den Mut haben sollen, die Erbschaftssteuer grundlegend zu vereinfachen. Ein einheitlicher, niedriger Steuersatz für alle und abgesehen von den Freibeträgen für Omas Häuschen, Schluss mit allen Privilegien und Sonderregeln. Das hätte zwar den Steuerberatern nicht gefallen, wäre aber ein echter Beitrag zu mehr Gerechtigkeit gewesen. Chance verpasst. Clemens Bratzler kommentierte. Im Westen Deutschlands sind heute deutlich mehr Menschen von Armut bedroht als noch vor 10 Jahren. Damit beginnt die Nachricht mit Thorsten Schröder. Aus den neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamts geht hervor, dass Menschen in Bremen und Berlin besonders betroffen sind. In Ostdeutschland dagegen sei das Armutsrisiko zwischen 2005 und 2015 gesunken, wenn auch auf ein Niveau, das immer noch höher sei als im Westen. Als gefährdet gelten Menschen, deren Einkünfte weniger als 60% des mittleren Einkommens betragen. Der Bundestag hat einstimmig den Beitritt Deutschlands zum UN-Klimaabkommen beschlossen. Die Vereinbarung war Ende vergangenen Jahres beim Klimagipfel in Paris von 195 Staaten verabschiedet worden. Ziel ist, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Über die deutsche Ratifizierung muss morgen der Bundesrat abschließend entscheiden. Der Internetkonzern Yahoo ist offenbar Opfer eines massiven Hackerangriffs geworden. Wie das Unternehmen heute mitteilte, wurden bereits 2014 Datensätze von mindestens 500 Millionen Benutzerkonten gestohlen. Dabei gehe es um Namen, Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten und verschlüsselte Passwörter. Yahoo vermutet, dass die Hacker von einem Staat beauftragt wurden. Erste Berichte über einen Diebstahl hatte es bereits im August gegeben, als im sogenannten Darknet Millionen Zugänge zu Benutzerkonten angeboten wurden.
An den Börsenplätzen in Frankfurt und New York reagierten die Anleger heute positiv auf die gestrige Entscheidung der US-Notenbank, den Leitzins nicht weiter zu erhöhen. Der DAX schloss heute bei 10.674 Punkten und einem Plus von 2,3%. Der Dow Jones stieg um 0,5% auf 18.392 Punkte. Mehr zu der Entscheidung der US-Notenbank von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Die Zinsen in den USA bleiben erstmal weiter relativ niedrig. Anleger finden das gut, denn nicht wenige gehen davon aus, dass der US-Aufschwung an Kraft verliert. Der Arbeitsmarkt zeigt zwar Vollbeschäftigung an, doch zuletzt wurden fast nur noch Billigjobs geschaffen. Niedrige Zinsen sind in so einer Situation normalerweise besser, weil sie die Wirtschaft unterstützen. Zwar sprach Notenbankchefin Yellen davon, dass es durchaus stärkere Argumente für eine Zinserhöhung gäbe, vielleicht im Dezember, doch ganz eindeutig äußerte sie sich nicht. Kein Wunder, die US-Notenbank ist gespalten. Drei ihrer Vertreter wollen die Zinsen sofort anheben, sieben lieber warten. Die Notenbank sitzt in der Patsche. Sie hat eine ganze Reihe von Zinserhöhungen angekündigt. Diese aber könnten der Wirtschaft schaden. Erhöht die US-Notenbank die Zinsen nicht, wird sie unglaubwürdig. Die Vorstellung, ein Kind 9 lange Monate auszutragen, nur um es dann wegzugeben, ist ein reiner Albtraum. Und dennoch machen es viele so. In Indien entscheiden sich nach Schätzungen 5000 Frauen pro Jahr, ihren Bauch zu vermieten. Und das vor allem aus einem Grund, damit sie ihre eigenen Kinder durchbringen. Mit dem Geld für eine Geburt kann eine indische Familie über Jahre ernährt werden. So entstand in Indien eine regelrechte Leihmütterindustrie, vor allem für Europäer und Amerikaner. Ganze Kliniken sind darauf spezialisiert. Doch nun möchte die indische Regierung diese weltweit größte Babyfabrik schließen. Gabor Hallas. In ihrem Bauch wächst ein Baby. Es ist gesund, aber freuen darf sich Jaibul nicht. Denn sie hat ihren Bauch nur vermietet, das Kind gehört ihr nicht. Sie trägt das Baby anderer Eltern aus und dafür wird sie bezahlt. Klar, ich werde Muttergefühle haben. Aber ich mache das für mein eigenes Kind, damit meine Tochter in die Schule gehen kann, damit ich genug Geld zum Leben habe. Also warum emotional werden? Jaibul verdient als Leihmutter 6.000 Euro. Dafür muss ihr Mann 5 Jahre arbeiten. Eizelle und Samen kommen von einem anderen Paar. Dr. Khanna hat den Embryo eingesetzt. Sie erwartet keine Probleme, auch keine emotionalen. None of them went into a depression. Keine Leihmutter wurde depressiv, keiner hat das Ganze zu nah an sich rangelassen. Keiner hatte ein Problem, das Baby wegzugeben, weil sie ja schon wussten, dass es am Ende so kommen wird. Wer bei Dr. Khanna eine Leihmutter bucht, zahlt 16.000 Euro. Das ist noch billig, Indien bietet den Service vergleichsweise preiswert an. Doch Indien will das alles bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr zulassen. Die Außenministerin persönlich stellte ein neues Gesetz vor. In der Vergangenheit wurden die ermutigt, die mit dem Mutterleib Geschäfte machen wollten. Arme Frauen sollten ausgenutzt werden. Von Menschen, die behaupten, kinderlos oder impotent zu sein. Sie kritisiert auch reiche Ausländer, die eine Leihmutter engagieren, so wie Rekha Patel. Die Britin hat indische Wurzeln, lebt in der Nähe von London. Gabriella, ihre Tochter, wurde vor 3 Jahren geboren. Paare, die diesen Weg wählen, wollen sich nicht einfach die Schwangerschaft sparen. Die haben Jahre, vielleicht Jahrzehnte hinter sich, in denen sie alles versucht haben. Leihmutterschaft ist einfach der Anfang vom Ende einer langen Reise. Rekha und ihr Mann verbrachten Tage mit der Leihmutter, waren bei der Geburt dabei. Sie sagen, es sei ein fairer Deal. Die indische Familie brauchte Geld. Und sie selbst wollten unbedingt ein Kind. Alles, was die Leihmütter wollen, ist eine bessere Zukunft für ihre eigenen Kinder und ihre Familien. Und das wollen wir doch alle. Wir alle bringen deswegen Opfer. Manche haben einen Job, der ihnen nicht richtig gefällt, oder sie müssen weit zur Arbeit fahren. Die indischen Leihmütter müssen sich um nichts kümmern. Sie leben deswegen nicht zu Hause, sondern unter Aufsicht der Klinik. Das Essen kommt pünktlich, genauso die Medizin. Auch damit der Kunde am Ende nichts zu beklagen hat. Da ist jemand, der keine Kinder bekommen kann. Ich gebe ihm eins. Das macht mich glücklich. Mehr Gefühle will sie nicht zulassen.
Doch geht das so einfach? Das wird sie erst in 7 Monaten wissen. Wenn während eines Fußballspiels wieder einmal ganze Zuschauerblöcke in Rauch aufgehen, weil irgendwelche Idioten Böller und Bengalos gezündet haben, dann kann man sich nur freuen, wenn niemand zu Schaden gekommen ist und verständnislos den Kopf schütteln über diese Unverbesserlichen. Für die Vereine hat diese Dummheit empfindliche Folgen. Sie müssen nach solchen Vorfällen saftige Geldstrafen zahlen. Dass jedoch sie zur Kasse gebeten werden und nicht der randalierende sogenannte Fan, das empfanden schon lange viele als nicht fair. Nun entschied der Bundesgerichtshof, dass sich die Vereine das Geld zumindest vom Verursacher zurückholen können. Verena Bünden. Böller und Bengalos im Stadion könnten künftig richtig teuer werden. 2014 warf bei diesem Kölner Zweitligaspiel ein Randalierer einen Knallkörper und verletzte 7 Zuschauer. Insgesamt 80.000 Euro Strafe musste der 1. FC Köln als gastgebender Verein zahlen und fordert einen Teil davon vom Täter zurück. In letzter Instanz gab heute der Bundesgerichtshof dem Verein Recht, ein Grundsatzurteil für die deutsche Fußballwelt. Und solche Dinge sind einfach hirnlos und ich hoffe einfach, dass dieses Urteil eine Signalwirkung auch an diesen Personenkreis hat. Das richtige Signal an rebellische Randalierer auch bei anderen Clubs? Mehr als 150 Menschen wurden in der Saison 2014-15 durch Pyrotechnik verletzt, also durch Böller, Raketen und Rauchtöpfe. Fanbeobachter glauben aber, dass das Urteil viele nicht erreichen und manche erst recht provozieren wird. Wenn man jetzt die Erwartung hat, dass damit eine Abschreckung einhergeht, bin ich skeptisch. Es ist eher zu erwarten, dass die Fußballfans darauf reagieren werden. Hauptproblem bleibt, die Täter eindeutig zu identifizieren, denn die haben ihre Tricks. Vermummung, einheitlicher Dresscode, Fahnen und Nebelschwaden als Tarnung. Beim Training des 1. FC Köln heute dennoch eindeutig Zustimmung für den Gerichtsentscheid. Es muss da wirklich solche Urteile geben, damit das auch mal aufhört. Wir können ja nicht permanent löhnen, nur weil ein paar Verrückte da permanent austicken. 1:0 für die Vereine vor Gericht. 30.000 Euro will der FC Köln vom Böllerwerfer zurück. Die genaue Höhe des Schadenersatzes soll demnächst das Oberlandesgericht festlegen. Und wir machen weiter mit dem Besuch der Verteidigungsministerin im Irak. Seit 2 Jahren unterstützt die Bundeswehr dort den Kampf gegen die IS-Terrormiliz. Noch einmal Thorsten Schröder. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat dem Irak weitere Hilfe im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat zugesagt. In Bagdad traf die Ministerin mit Präsident Masum zusammen. Dabei äußerte sie großen Respekt dafür, dass sich der Irak immer mehr vom IS befreie. Mit hochrangigen Militärs sprach von der Leyen über die Offensive zur Rückeroberung der Stadt Mosul und die wegen der Kämpfe zu erwartende neue Flüchtlingswelle. Vor Ägypten hat sich ein Flüchtlingsdrama ereignet. Einen Tag, nachdem dort ein völlig überladenes Boot kenterte, werden immer noch mindestens 145 Menschen vermisst. 42 seien bisher tot geborgen und 163 gerettet worden, teilte die Internationale Organisation für Migration mit. Die genaue Zahl der Menschen an Bord ist nicht bekannt. Schätzungen reichen bis zu 600. Ihr Ziel war Europa. Mehrere mutmaßliche Schleuser wurden festgenommen. Israels Premierminister Netanyahu hat die palästinensische Autonomiebehörde erneut beschuldigt, den Terrorismus zu unterstützen. Sie glorifiziere den Terror und bezahle Terroristen, sagte Netanyahu vor der UN-Vollversammlung in New York. Aber anstatt gegeneinander zu kämpfen, sollten beide Seiten zusammenarbeiten. Der palästinensische Präsident Abbas könne jederzeit in der Knesset sprechen, so Netanyahu. Abbas selbst rief die Staatengemeinschaft dazu auf, sich mehr für einen unabhängigen Palästinenserstaat einzusetzen. Israel warf er vor, den Friedensprozess zu behindern. In der US-Stadt Charlotte haben erneut hunderte Menschen gegen Polizeigewalt demonstriert. Auslöser für die Proteste waren tödliche Schüsse auf einen Schwarzen vor 2 Tagen. Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Gummigeschosse ein. Ein Demonstrant wurde angeschossen und schwer verletzt. Der Schuss sei nach Angaben der Stadtverwaltung aber nicht von einem Polizisten abgegeben worden. Der Gouverneur des Bundesstaates North Carolina rief den Ausnahmezustand aus. Großer Bahnhof im Hauptstadtstudio der ARD.
Studioleiterin Tina Hassel, RBB-Intendantin Patricia Schlesinger und ARD-Programmdirektor Volker Herres begrüßten am Abend viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien zum schon traditionellen ARD-Hauptstadttreff. Auch die Kanzlerin kam in die Wilhelmstraße. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Vergessen Sie's. Der alte Traum eines jeden testosteronstrotzenden Mackers ist längst von gestern. Die neuen Coolen leben schon lang nicht mehr an einem Ort, sondern wechseln ständig Job, Auto und Frau. Ein Leben aus dem Rollkoffer. Der flexible Großstädter braucht wenig mehr als Handy und Bett. Das klingt ziemlich lässig, macht aber furchtbar einsam. Und deshalb gibt's in London jetzt ein sehr überschaubares Wohnkonzept zum gemeinsamen Einsamsein. Über schicker Wohnen in einer Schuhschachtel, Hanni Hüsch. Willkommen in der Zukunft, also in der des Wohnens und der von Vijay. Minimalismus maximal. Leben, Schlafen, Kontakte pflegen im 8 Quadratmeter Paradies. Für 1.500 Euro bist du Avantgarde. Dafür bekommen wir beim Einzug auch ein Küchenset und zweimal im Monat gibt es neues Bettzeug und kaum Kosten, die on top kommen. Naja, und dann dieses stille Raumwunder. Und hier haben wir einen sehr guten Kleiderschrank. Da passt einfach alles rein. Dann hier oben weitere Staufläche und einige sehr funktionale Regalelemente. Und da drüben ein Board für die Dinge des täglichen Lebens. Was braucht der Mensch mehr? In London, Großstadt gnadenlos, Großstadt genial. Das ist die Antwort auf Wohnungsnot und Einsamkeit. Co-Living für Young Professionals. Cool, kommunal, Lebensgefühl mit Pamper-Faktor und Piano-Klang, Schmuddel-WG, ade. Wir bieten die Infrastruktur, um das Leben einfacher zu machen. Für die Generation, die mit Facebook aufgewachsen ist, die daran gewöhnt ist, online zu sein, dem fügen wir jetzt diesen Offline-Raum hinzu. Ehrlich, ist doch fast wie früher im Hotel Mama. Zusammen spielen statt chatten und streamen. Im Schnitt sind die Bewohner der Luxus-Mega-Kommune 27. Keiner soll auf seinen 8 Quadratmetern hocken oder allein das Abendessen in sich schlingen. Sonntags gibt's Yoga und freitags den Drink umsonst. Ich war sehr besorgt, dass London einsam sein könnte. Alle haben hier ihren Job, ihr Leben. Aber es ist fantastisch, dass hier 500 Menschen zusammen sind. Na ja, und vielleicht geht ja auch noch mehr. Wo könnten sich zwei Herzen besser finden als da, wo nicht nur die Trommel rotiert, so wie früher eben? Muss man mögen. Fehlt noch der vielversprechende Blick aufs Wetter und der kommt von Claudia Kleinert. Ja, den sollte man wirklich draußen verbringen, den Samstag und Sonntag, denn es wird nochmal richtig schön. Und das hat nicht viel mit Herbst zu tun, das ist so richtig goldener September, denn am Wochenende gibt es verbreitet zumindest an die 10 Stunden Sonnenschein, 6 bis 10 hier vor allem im Norden und Westen. So Richtung Erzgebirge, Fichtelgebirge, Sachsen unter 6 Stunden, da hängen dickere Wolkenfelder am Samstag. Im Süden sogar über 10 Stunden, maximal möglich sind jetzt so knapp 12 noch. 6 bis 10 Stunden dann auch verbreitet am Sonntag im Südwesten, also Teile Baden-Württembergs bekommen sogar mehr als 10 Stunden Sonne ab. Und dazu wird es auch noch mal richtig warm, Sie sehen es hier am Trend. Der wärmste Tag in ganz Deutschland wird der Sonntag sein. 26, 27 Grad in Köln. Danach geht es deutlich bergab. Wird dann nicht bitterkalt, aber bei weitem nicht mehr so warm wie im Moment. Bei 16, 17 Grad kommen wir dann auch Ende nächster Woche noch raus. Allerdings wird es wechselhafter. Jetzt schon in der Nacht merkt man, so ein paar kompaktere Wolken sind unterwegs. Die kommen in der Nacht aus Nordwesten herein. Das ist eine ganz schwache Kaltfront. Und gegen morgen früh kann die dann Münsterland, Niederrhein und auch im westlichen Schleswig-Holstein ein paar Tropfen bringen. Im Süden ist es oft sternklar, nur vereinzelt bildet sich Nebel. Und die Temperaturen gehen zurück auf Werte von meist 13 bis frischen 4 Grad am Alpenrand, 17 Grad auf den Inseln in der Nordsee. Morgen Vormittag Sonnenschein, im Nordwesten dichtere Wolken, einzelne Schauer sind da möglich, sonst aber auch dort zwischendrin immer wieder etwas Sonne. Ähnlich sieht es am Nachmittag aus, da kommt dieses schwache Schauerband ein bisschen weiter nach Süden voran. In Schleswig-Holstein reicht es vielleicht auch mal für ein vereinzeltes Gewitter, sonst scheint die Sonne häufig, vor allem im Südwesten
und im Osten. Temperaturen steigen dann meist auf Werte zwischen 20 und 23 Grad. Der Wind ist schwach, kommt überwiegend aus westlichen Richtungen, im Süden aus unterschiedlichen Richtungen. Und dann sind wir ja schon beim Wochenende und das wird überwiegend freundlich. Ein paar Wolkenfelder ziehen durch. Sonntag im Westen bis 27 Grad. Also für September kann man da echt nicht meckern. Danke, Claudia. Und damit verabschieden wir uns. Jetzt folgt hier die Ladies Night und dann kommt noch eine Lady, Susanne Stichler, im Nachtmagazin um 0 Uhr. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.